Hallo YouTube, willkommen zurück hier auf SimJay mit einem neuen Let's Play Farming Simulator 19. Ihr habt nichts verpasst. Weiter geht die Reise. So. Motor starten. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, ich überlege mal kurz, was wir in dieser Folge machen werden. Und ich habe jetzt einen Plan erstellt. Und zwar werden wir die Schweine mit Kartoffeln füttern. Falls sie das noch nicht getan haben. Doch, da haben sie schon Kartoffeln, aber keine Zuckerrüben. Aber egal. Wir werden sie jetzt trotzdem, oder wir werden jetzt zumindest trotzdem schon mal alles vorbereiten, damit es ihnen an nichts fehlt, sprich Kartoffeln für die Zukunft. So, hängt hier an der Rangierkupplung dran, okay. Ja, 19 Uhr hier in Oberkrebach, langsam wird's dunkel, aber geht noch. Die Sonne scheint noch, wie ihr unschwer erkennen könnt. Okay. So, hier ein bisschen aufpassen mit dem Dach und dem Frontlader. Oh, was mache ich denn? Voll falsch gefahren. Entschuldigung, ich will ja Kartoffeln laden, ich will ja gar nichts entladen. Ja, ich bin gerade ein bisschen geschockt, dass ich doch schon den Schwein Kartoffeln gegeben habe, aber das macht überhaupt nichts. Weizen haben die noch keins, wurde gesagt. Das heißt, ja, komm, dann machen wir das Ganze jetzt nicht mit Kartoffeln, oder sagen wir mal so, das machen wir schon mit Kartoffeln, aber auch mit Weizen. Oh, da geht aber einiges. Fast schon zu viel, so viel wollte ich gar nicht. Na gut. So, dann kriegen die jetzt gleich ihr Weizen. Und dann noch ein paar Kartoffeln. Und was wir dazu auch noch benötigen, ist eine Schaufel. Ja, normal müsste ich hier den Anhänger abdecken, aber das kurze Stück intern auf dem Hof, das kann man schon mal machen. Wir fahren ja langsam und ihr seht ja, da schwankt auch links und rechts noch nichts groß raus. So. Dann stellen wir uns hier mal hin. Abkippseite rechts, das ist gut. Wenn es denn auch wirklich rechts ist, ist es gut. Hier abladen. So, nicht zu viel. Okay, mehr lädt er hier auch gar nicht ab. Hier vielleicht noch was. Ja, mehr lädt er hier auch gar nicht ab, okay. Und dann vielleicht noch hier ein bisschen. So, das reicht auch schon, mehr brauchen wir gar nicht. Den Rest bringen wir wieder brav zurück. So, ein dasselbe Spiel machen wir dann gleich nochmal mit den Kartoffeln. So, immer schön mit dem Frontlader aufpassen, dass man nirgendwo dagegen knallt. So, und der Rest kommt wieder ins gute alte Silo rein. Fein. Und dann drehen wir noch eine Runde hier. Oh, da sind ja schon einige Eierpakete fertig. Sehr schön. So, und dann das gleiche nochmal, nur mit Kartoffeln jetzt.
Wenn ich sie finde, ja, bitteschön. Boah, da kommt was zusammen, oder Leute? Ah, das reicht schon, das reicht schon. Boah, das sind ja ordentlich Kartoffeln. So, ich muss mal langsam hier das Licht anschalten. So, eine erste Stufe reicht mir. So dunkel ist es jetzt auch noch nicht. So, und neben das gute Weizen stellen wir jetzt ein paar Kartoffeln hin und dann holen wir uns eine Schaufel von unserem Händler des Vertrauens und dann werden wir die ein bisschen füttern hier. Das wird der Bestandteil der Folge heute. So, das steht auch ganz gut. Hier abladen, ja. So, auch hier nicht zu viel. Gut. Und noch ein bisschen. Okay, das reicht schon. Dann haben wir hier hinten einen Weizenhaufen und hier vorne einen Kartoffelhaufen. So in etwa hatte ich das geplant. Oh, Vorsicht, nicht zu doll über die Kartoffeln drüber bügeln. Gut. Und auch hier der Rest kommt wieder ins Silo rein. Ach, die guten Kartoffeln. Was man da raus Schönes machen kann. Ich denke immer wieder an schöne, fettige, salzige Pommes. Ich glaube, das könnte ich jeden Tag essen. So, und dann muss auch wieder rein hier, der Kartoffeltransport. Einmal abladen, bitte. So, langsam wird es richtig dunkel. Das heißt auch, dass wir langsam mal Feierabend machen müssen und eine Runde schlafen, aber erstmal, ja, wobei, ja, erstmal in den Shop wollte ich sagen, aber ich glaube, der hat schon geschlossen. Das müssen wir da morgen machen. So, kurz hier mal den Kipper wieder schön parken. Hier aufpassen, dass wir mit dem Radlader nicht dagegen stoßen. So, und jetzt mit viel Feingefühl rückwärts reinrangieren. Ja, wenn das mal nicht zu viel Feingefühl war. Nein, geht schon. Besser. Oh, was ist da gerade ausgegangen? Oder ist da gerade die Laterne angegangen? Wahrscheinlich ist die Laterne eher angegangen. So, und dann fahren wir jetzt nochmal ein Stück nach vorne hier. Noch ein Stück.
steht gut da, der Spaß. So, dann gehen wir jetzt mal. Machen wir mal hier gerade Feierabend. Und schlafen eine Runde. Und morgen gehen wir dann in den Shop und holen die Schaufel ab. So, schön geparkt. Jetzt noch mal kurz den Anhänger angucken. Ja, das steht auch gut da, alles klar. Ah, Tor lassen wir mal auf. Das ist ja eine friedliche Gegend hier. Aber ich muss mir auch einen PKW bald mal kaufen. Schlafen L3. 11 Stunden müssen schon drin sein. So, was verlieren wir jetzt an Kohle? Okay, das ist überschaubar. Ich habe gedacht, das ist mehr cool. Ach ja, so, erstmal hier. Guten Morgen. Kaffee. Ah, guter Kaffee. So, dann schauen wir mal. Sauberkeit ist nicht gut. Weizen haben wir nichts. Ansonsten alles gut. Und bei den Hühnern. Weizen haben die noch, Sauberkeit nicht, aber passt. Ja, passt, passt. Was soll ich das sagen? Oh, was ist das für Waschmittel? Liquid Soap Farm. Mhm. Ich dachte, wir leben hier in Deutschland. La 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 la. Willkommen. Morning Glory. Und wir starten die Maschinen. So, dann machen wir die Gabel vorne ab, denn wir holen uns ja, wie schon gesagt, eine Schaufel. Eine Schaufel. Irgendwas nennt man in der Fachsprache Löffel. War das die Schaufel? Wahrscheinlich, gell? Das würde auf jeden Fall Sinn machen. Geräte war das abkoppeln. Gut. Das hat auf Anhieb geklappt. Ich bin stolz auf mich. Auf uns YouTube bin ich stolz. Denn wie immer kann ich nur sagen, ohne euch hätte ich das nicht geschafft. So, dann fahren wir jetzt mal gediegen zu unserem Gerätehändler. Am frühen Morgen. Wobei, der macht glaube ich schon 6.30 Uhr oder so auf, 7 Uhr. Spätestens jetzt soll er geöffnet haben. Mal sehen, ob schon jemand in der Eisdiele hockt. Aber so früh. Höchstens um einen Kaffee zu trinken, aber sicher nicht um Eis zu schlängen. Das sind nicht die richtigen Uhrzeiten. Nee, da ist noch niemand in der Eisdiele. So, Vorsicht. Links einigermaßen frei. Oh, rechts gar nicht frei. So, rechts wird frei, aber dafür kommt der von links. Ach, das packen wir noch. Ja. Und hier rechts rein, sehr schön. So. Hallo.
Bei Radlader. Bei Anhänger. Radladertechnik, ja. So, wir nehmen eine von Stoll. Die sind solide. Was kosten die? 1000, okay, das kann ich mir wohl noch leisten. Ein Halt, stopp, das ist ja das Falsche hier. 1400, naja, kann ich mir auch noch leisten. Farbe ändern, Ja, ich nehme ja meistens so eine auffällige bunte Farbe. Zum Beispiel Gelb. Ah, und das nehmen wir auch diesmal. Jörn Dörre. Ach so, die haben ja sogar Namen. Hier, Fendt. Fendtrot. Ja, komm, dann nehmen wir die. Ja, danke. So, haben wir die jetzt gekauft? Ja, da ist sie auch schon. Ach Leute, schaut sie euch an, im schönen Fendtrot. Gut. Nur noch dran mutieren und dann kann die Arbeit weitergehen. Habe ich ja wieder hart gefällt. Ja, passt. Sieht auch ganz okay aus. Rote Felgen. Rote Schaufel. Das ist schön. So, links ist frei. Und rechts ist frei. Auf die Fußgänger achten. Guten Morgen. Aber die kennen mich schon. Hier rechts reinblinken, genau. Vorne auf den Frontlader achten. Ja, an unser Schickimicki-Eisdiele vorbei. Gut. Und dann füttern wir die Schweine mit ein paar Kartoffeln und natürlich Weizen. Der gute Weizen, der muss halt sein. Da steht jedes Schwein drauf, ich kann es verstehen, ist einfach lecker. Und dann schauen wir mal, wie wir mit unseren Schweinen und Hühnern Geld verdienen können. Die Hühner haben ja schon ganz gut Eier produziert. Müssen wir dann nur noch verkaufen. Und bei den Schweinen, ja, mal gucken, wie wir da Geld verdienen. So, hier auf dem Hof ist noch alles in Ordnung. Gut, und da wären wir dann auch schon. Also, da die gar keinen Weizen haben, fangen wir hier mal mit Weizen an. So, da drüben kommt Wasser rein und hier kommt Futter rein. Bitte schön, meine lieben Schweine. Und da kommt dann auch schon die nächste Ladung. Gut. So, dann schauen wir mal der Füllstand, wie weit der da ist. War tatsächlich fast schon bis zur Hälfte gefüllt. Gut. Damit bin ich sehr zufrieden.
Ups, das ist noch etwas zu hoch. Schön am Boden lang kratzen. Die nächste Ladung. So, ich überlege gerade, ob wir da alles reinfüllen, aber eigentlich schon. Was soll das da in dem Unkraut liegen? Da wird es ja mit der Zeit nur gammelig, also schon rein dafür. Zack, und die nächste Schaufel. Sehr spannend, YouTube, ich weiß, sehr spannend. Ja. Gut. Und wir hören nicht auf. Wir machen weiter. So, die Ladung noch und dann noch die Reste. Und dann nehmen wir noch ein paar Kartoffeln. Wobei, da ist das Lager ja schon recht voll, aber ein paar kann man da trotzdem reingeben. Oh, da kommt schon ein Schwein. Ah, nicht ganz. Oh, der hier vielleicht. Ah, sie trauen sich noch nicht ran. Aber die kommen schon noch. Keine Sorge. So, gut. So, ja, die drei Schweine sind ja schon ganz geil auf ihr Weizenfutter, ich merke das. Kaum bin ich weg, werden die hier den Trog overtaken. Okay, cool. So, schauen wir mal. Ja, was will man mehr? Weizen fast ganz voll, Kartoffeln noch fast ganz voll. Eine Ladung Kartoffeln, oder? Eine Ladung Kartoffeln laden wir da jetzt noch rein, YouTube. Dafür haben wir sehr schließlich hier hingefahren. Boom. Okay. Verdammt. Voll falsch abgelaufen. Oh, was ist jetzt los? Nein. Oh. Ja, weil der Trog voll ist, konnte ich sie nicht reinfahren. Na toll. Na gut, dann halt nicht. Ich versuch's noch mal kurz. Diese Aktion kann hier leider nicht durchgeführt werden. Ja. Okay, dann fahren wir den Rest jetzt wieder hier auf den Haufen. Und dann warten wir einfach, bis die guten lieben Schweine Bock haben auf frische Kartoffeln. Alles klar, so, jetzt haben wir die Schaufel hier benutzt. Die Schweine sehr glücklich gemacht. Schauen wir nochmal kurz. Wir haben jetzt wirklich alles, was die brauchen. Außer die Sauberkeit, aber Schwein halt. Okay, dann parken wir die Schaufel jetzt noch und dann würde ich sagen, war es das so langsam mit der Folge.
mit der vierten Folge von heute, die ich on the fly aufgenommen habe. Und bei der nächsten Folge, die wahrscheinlich auch in baldiger Zukunft erscheinen wird, werde ich dich dann wieder um die Felder kümmern. Ihr dürft euch also schon mal drauf freuen. Und vielleicht kümmern wir uns dann auch mal um die Hühner ein bisschen. Die Eier müssen ja auch verkauft werden und so. So, hier runter. Mal sehen, bleibe ich da hängen? Bleibe ich da nicht hängen? Passt, oder? Nein, passt nicht. Seht ihr, besser doppelt gucken. So, rein, gerade. Noch ein Stück vor, das reicht schon. Gerätewechsel, ja, ja. Warum sehe ich hier meine Geräte nicht mehr? Normal sieht man doch immer, was man für Geräte hat. Frontladerwerkzeug. Was? Frontladerwerkzeug auffüllen? Hä? Was ist denn das? Frontladerwerkzeug auffüllen. Also habe ich keine Ahnung, was das ist, ganz ehrlich. Frontladerwerkzeug. Ach so, da kann ich hier. Ah, da kann ich aus den Big Bags das Zeug reinladen. Ich verstehe. Nein, das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen einfach nur abhängen. So, da oben ist die Gabel, da ist die Schaufel oder Löffel, wie es glaube ich heißt. Ich werde dann nochmal nachgucken. So, Frontlader hochgeklappt. Jetzt fahren wir noch in Parkposition. Und dann habt ihr es geschafft, YouTube. Und wer sich jetzt meine vier neuen Folgen am Stück reingezogen hat oder gerade reinzieht, ja, bei dem bedanke ich mich ausdrücklich für den tollen Support. Ah, schön. So, gehen wir hier mal in den Schatten. Ah, habe ich doch fein geparkt, die Kiste. Also dann, danke fürs Zuschauen, Einschalten und ich hoffe, ihr liked das Video, ihr kommentiert das Video, ihr abonniert den Channel. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut hier auf SimJay. Bye, bye.